Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asta Zimmermann. Mein Name ist Tanja und bei Instagram findet ihr mich unter dem Namen Asta Zimmermann und im Internet meinen Wolle-Shop auch unter dem Namen Asta Zimmermann Shop. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt eine schöne Adventszeit. Ich bedanke mich wieder, wie immer, ganz, ganz herzlich für eure E-Mails, für eure lieben Kommentare. Das freut mich wirklich, wirklich von Herzen. Also das, ich lese mir das auch manchmal mehrmals durch und das ist richtig, richtig schön, weil also überhaupt diese Resonanz zu bekommen und auch diese freundliche Resonanz und diese, ja, das ist schon schön. In dieser Folge passiert Folgendes. Nix. Ich zeige euch gleich die Wolle von dem neuen Shop-Update, dem letzten Shop-Update in diesem Jahr 2021 und erzähle euch von meinem aktuellen Strickprojekt, was ich nicht fertig bekommen habe, aber das war jetzt auch relativ kurz. Erzähle euch, was ich vorhabe in der näheren Zukunft und zeige euch ein älteres, fertiges Strickprojekt. Objekt, das ich noch nicht mal selber gestrickt habe, sondern eine ganz liebe Freundin von mir, weil das so ein schönes Tuch ist, man kann es schon fast nicht Tuch nennen, dass ich dachte, das verdient nochmal einen würdigen Rahmen. Und ja, ich hoffe, ihr findet das schön. Und dann, ja, das war es im Grunde genommen schon. Also wir können gleich beginnen mit dem Shop-Update. Und zwar habe ich sehr, sehr schön gefärbt, wie ich finde. Ich darf hier nicht den Tee umstoßen. Achso, und ich zeige euch auch noch, was in meinem aktuellen Adventskalender war, der aber nichts mit Stricken und Wolle zu tun hat. Es ist ein Gewürzkalender, Gewürzekalender von Just Spices. Den habe ich ja schon in der letzten Folge gezeigt. Aber wir fangen an mit dem Shop-Update. Und zwar vielleicht mal zuerst mit einer Färbung, die sehr ähnlich ist zu der Färbung vom letzten Shop-Update, weil es nämlich dieselben Farben sind. Was sind das hier? Ein Haar. Und zwar war das die Silte Seelucht aus dem letzten Shop-Update, ist jetzt zu Zimt und Zucker geworden. Ich fand die Farben so schön. Der Unterschied ist, dass es etwas mehr Farbe ist. Also die Silte Seelucht, das ist dieses hier. Gucken. Da ist etwas weniger von diesem Gold und diesem Dunkelgrau. Und das ist hier etwas mehr. Das ist aber auch sehr, sehr schön. Aber ich wollte die jetzt nicht nochmal irgendwie Silte Seelucht nennen. Weil dann denkt man vielleicht, man kauft nochmal das Gleiche. Also es ist etwas mehr Farbe. Die wird es geben. Dann etwas in Uni. Und zwar das graue Kätzchen. Das ist einfach ein schönes, schlichtes schönes Grau. Und dann, ja, die finde ich besonders schön, das ist das Rosenschloss. Das ist so ein bisschen rosa, so ein bisschen so ein bräunlicher Taubton, ein bisschen Gold. Und das ist auch so gefärbt, dass es, also nur in anderen Farben, diese Art von Farbzusammensetzung hat. Da ist doch relativ viel Weiß dazwischen. Das ist der andere. Und die sehen immer auch noch ein bisschen anders aus. Also was hier dran, diese Fusseln, die hier dran sind, das sind keine Haare. Das sind so Flusen von den Spinnfasern. So schön. Das ist das Rosenschloss. Und dann
In der Kombination mit dem Rosenschloss wird das wahrscheinlich für mein nächstes Tuch, was ich anschlagen werde, die Farbe sein. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das ist English Breakfast. Das ist ein ganz toller Braun-Goldton. Und den finde ich halt super schön hiermit. Ich möchte nämlich als nächstes das aktuelle Design von der Farbenstille anschlagen. Ich glaube, es heißt Lichterkette. Das habe ich mir jetzt nicht nochmal aufgeschrieben. Und da gibt es ja unten diesen Lace-Rand und den würde ich dann aus diesem English Breakfast und höchstwahrscheinlich dann das Rosenschloss als Hauptteil. Ich bin ja schwer begeistert von den Anleitungen, weil die wirklich so, für mich sind die perfekt geschrieben. Also, weil ich komme ja immer mal schnell durcheinander, ist mir dabei komischerweise nie passiert. So, eine andere leicht unifärbende Färbung ist Geheimnis in Olive, in Oliv. Und zwar, das ist, das kann man wahrscheinlich schlecht erkennen, das ist so ein Graugrün. Es ist auch in Wirklichkeit, ist es ein bisschen dunkler, weil durch das Licht, was ich anhabe, es ist ja draußen schon dunkler, werden die Farben heller. Aber das finde ich übrigens hierzu auch wahnsinnig schön. Zum Rosenschloss. Das hat dann auch so ein paar dunklere Stellen. Ganz, ganz schön. Also das ist Geheimnis in Oliv. Dann. Ach ja, das ist auch schön. Und zwar, das ist fast, ich weiß, also weil ich mag es eigentlich alle. Das sind die fröhlichen Stunden. Das ist auch so schön. Da ist so ein bisschen Altrosa, ein bisschen so moosfarbenes Grün, ein bisschen ein kühlerer lila Ton, ein ganz klein bisschen Gold. Also das ist wirklich, also ich finde, das ist so eine perfekte Mischung aus sanft und so mit kleinen Akzenten. Und obwohl es wirklich mehrere Farben sind, ist es wirklich, sieht es so ganz harmonisch aus. Also das sind die fröhlichen Stunden. Dann, ach ja, das ist auch schön. Das sind die Rosenranken. Das ist jetzt so ein bisschen mehr Pink mit Gold. Das hat auch so zartere Stellen und so ein bisschen dollere Stellen. Finde ich wahnsinnig schön. Könnte ich mir auch irgendwie. Ach, das würde eigentlich auch super hier zu aussehen. Ne? Jetzt nicht, ob das dann passt. Nee, das finde ich nicht so schön. Das ist übrigens auch ein ganz toller. Moment mal, ein ganz toller Fade hier mit dem. Hab ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Mit dem Rosenschloss. Und auch mit dem, ach, wie heißt es denn? Zimt und Zucker. Sieht auch ganz toll zusammen aus. Und dieses Geheimnis in Oliv, das passt auch schön dazu. Ach, finde ich eigentlich alles ganz schön. So, und dann als letztes, ach, das Grau passt auch. Schaut mal, vielleicht mehr so. Das finde ich aber auch wirklich sehr edel. Das hat so was Elegantes, diese beiden hier. Schön. Und dann kommt der unbesiegbare Sommer. Das ist auch der Titel von dem Podcast. Das sind etwas kräftigere Farben, wie es sich für den unbesiegbaren Sommer gehört. Und das finde ich auch toll. Und das passt auch wahnsinnig schön hierzu. Es passt wahnsinnig schön und es war nicht Absicht beim Färben hierzu. Und es passt natürlich auch wahnsinnig gut zu den fröhlichen Stunden. Wartet mal. Bin gerade selber so richtig begeistert.
Guckt mal. Ach, so schön. Richtig, richtig schön. Guckt mal, wie schön das ist. Ja, toll. Also das war schon, das ging jetzt flott. Es ist immer so viel Arbeit mit dieser ganzen Angelegenheit und der Wolle, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe Berge von Wolle gefärbt, bestimmt auch in gewisser Weise, weil ich ja immer sehr viel dann von einer Farbe jetzt färbe. Und dann ist man hier immer so schnell durch und das passt gar nicht zu dem Ganzen, was ich vorher gestrengelt habe. Ich habe aber auch noch was für die Spinnfreunde gemacht. Das ist ja immer etwas diffizil, muss immer vorsichtig sein. Und das ist das Neujahrsglück. Mal gucken, dass ich das alles so. Und das ist Glitzer. Es ist hauptsächlich Merino mit etwas Nylon. Und es hat ganz, ganz feine goldene Glitzerfäden. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber die sind jetzt nicht solche borstigen, dicken Dinger. Das sind nicht solche borstigen, dicken Goldfäden, sondern ganz, ganz fein. Und das ist Merino mit Nylon und Maulbeerseide. Und die sind ganz, ganz, ganz schön. Also, das Neujahrsglück. Und das sind halt 5, also 50 Gramm zum Spinnen. Zum Spinnen habe ich auch noch im Angebot. Das habe ich noch so schön in der Schale einer selbst von Hand getöpferten Schale einer meiner Töchter. Ich weiß nicht mehr leider welche. Ach ja, von Marie. So, und zwar ist das, das sind die Herzensheimlichkeiten. Das sind 5 Rolex, die sozusagen nur aus Merino und Maulbeerseide bestehen. Also ganz, ganz schön. Ich kann die nicht alle gleichzeitig. Also die sind sozusagen alle zusammen in einem Set. Ne, das wäre jetzt so ein Set. Gottes Willen. Das ist so das Gefühl, ich tue den Spinnfasern Gewalt an. So. Kann man das ein bisschen sehen? Das sind eigentlich auch so Weihnachtsfarben. Also das sind die Herzensheimlichkeiten. Die gibt es auch in Massen. Ja, das war mein Shop-Update. Dann komme ich jetzt zu der Ehrenrunde von diesem schönen Tuch. Ich habe es jetzt nicht hier, aber ihr werdet es in diesem Video zu Genüge sehen. Das habe ich schon mal in einem Podcast vorgestellt und ich wiederhole das aber jetzt nochmal. Also es wird ja wahrscheinlich keiner alle gesehen haben oder sich erinnern. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin. Im Grunde genommen ist das die Mutter meiner allerbesten Freundin. Meine allerbeste Freundin ist nach Amerika ausgewandert und die Mutter ist hier geblieben und ich habe mich dann also die Mutter kenne ich auch schon seit meiner Schulzeit. Ich habe mich dann einfach auch sehr mit der Mutter angefreundet. Zumal wir beide so super gerne stricken. Und wir dann halt immer ihr kennt das ja, haben wir immer ein ganz tolles Thema. Und sie kann aber wesentlich besser stricken als ich. Also sie würde das jetzt wahrscheinlich verneinen, aber ich sage es so, wie es ist. Und ich bin ja begeisterte Dänemark-Urlauberin und war dann vor, ich weiß es nicht, vor 3 Jahren das erste Mal auf Fanö. Wir fahren eigentlich immer nur nach Rümel. Das ist so eine Insel weiter. Fanö ist eine Insel weiter an der Nordsee. Und im Unterschied zu Rümel ist die halt sehr, also leben da tatsächlich noch sehr viele Dänen. Also da ist es ist kulturell im Grunde genommen eigentlich interessanter. Und da findet ja immer dieses Fanø-Stricke-Festival statt. Und dort war ich und dann hat uns das so gut gefallen, dass wir dann dort auch einen Urlaub gebucht haben. Und auf dieser Insel lebt und wirkt die dänische Designerin Christel Seyfarth. Die hat dort einen entzückenden Laden, wo sie ihre Wolle verkauft. Die lässt ihre Wolle für ihre Designs selber spinnen. Ich habe jetzt leider vergessen, nochmal nachzugucken. Es ist sehr edle Wolle, die aber in Richtung, sage ich mal, ich habe es vergessen jetzt nachzugucken, die geht schon in Richtung
Der Shetland-Garne, aber ist ein Tickchen weicher, weil mit Lammwolle und also es ist ein eher robustes Garn, aber in allen Farben, weil sie halt ihre Designs sind halt meistens Vereil, in der Vereiltechnik und sie bietet halt dieses Garn in allen Farben an und man kann aber ihre Designs, die meisten, nur als Strickkit bestellen. Also man kriegt die Anleitung und die Wolle. Und sie designt halt sehr viel, diese ganz riesigen Tücher. Also die Tücher sind Deckel und Deckel und Töpfe. Die Tücher sind Decken und Mäntel. Also man darf sich jetzt hier nicht so ein elegantes kleines Tuch vorstellen. Also es sind die Art von Tücher, die man eigentlich über so, ich stelle mir denn immer so einen schmalen Trenchcoat vor oder so, die man dann da drüber tragen kann. Und da habe ich mich natürlich sofort verliebt und habe mir dann für sehr, sehr viel Geld, also die Wolle ist auch nicht günstig, habe ich mir dann so ein Kit bestellt und dann kam da eine Anleitung dazu für so ein im Prinzip Dreieckstuch, wo ich dann dachte, die nehme ich mit zu meiner Freundin und dann können wir uns das zusammen angucken und dann kann sie mir vielleicht noch ein bisschen was erklären. Und dann habe ich das gemacht und dann hat sich die Freundin die Anleitung angeguckt und stieg nicht durch. Und das war so der erste Dämpfer, den ich bekommen habe, weil ich dachte, wenn die nicht durchsteigt, dann brauche ich das auch nicht zu versuchen. Und dann war sie aber so begeistert, weil es ist wirklich, also es ist einmalig schön. Wirklich, diese Tücher sind einmalig schön. Dass sie sich da durchgefuchst hat und es mir gestrickt hat. Und das war natürlich doppelt toll, weil ich ja diese irrsinnig teure Wolle da gekauft hatte. Und das wäre jetzt ja ein bisschen doof gewesen, wenn man das einfach hätte rumliegen lassen. Und das Tuch habe ich halt schon mal in so einem, weiß ich nicht, vor 20 Strick-Podcast habe ich das schon mal gezeigt. Aber das könnt ihr jetzt noch mal anschauen in dem folgenden Video. Achso, und ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel gemacht. Und zwar haben wir dieses Video gemacht auf einem Spaziergang zu einem Schloss. Und zwar gibt es in der Region Hannover das Schloss Marienburg. Das Schloss Marienburg ist sehr hübsch, ja, und entstand, ich muss auf den Zettel gucken, entstand zwischen 1858 und 1867. Und wurde von König Georg V. in Auftrag gegeben als Geschenk an seine Gattin Königin Marie von Hannover. Und das finde ich auch besonders nett, weil meine eine Tochter heißt ja auch Marie und ist auch Königin von Hannover. Aber es würde schon passen. Ja, und also dieses Schloss hat sozusagen der König Georg V. seiner Frau geschenkt. Der König Georg war übrigens blind. Und es war als Rückzugsort für die Familie gedacht, um dort sozusagen die Sommermonate zu verbringen. Und es ist erbaut worden, also es ist eben so 20 Minuten Autofahrt von meiner Wohnung entfernt, auf dem Marienberg, in dem Zwerge wohnen sollen. Da ist dieses Da ist diese Marienburg gebaut worden und eben Marienburg wegen der Königin Marie von Hannover. Und dann gab es da ja sozusagen so historische Probleme. Nein, kein Histor, also ihr wisst, was ich meine. Weil dieses Schloss dann gar nicht so wirklich als Wohnsitz genutzt werden konnte, weil 1866 schon das Königreich Hannover annektiert wurde von den Preußen und König Georg nach Österreich fliehen musste. Trotzdem hat seine Frau Marie ein ganzes Jahr auf dem Schloss Marienburg gewohnt, bis sie ihrem Mann ins Exil folgte. Die Preußen haben sie dort erstmal in Ruhe gelassen, weil das Schloss Marienburg sich in ihrem Privatbesitz befand. Und inzwischen ist es eine Stiftung und es hängt ja, ist ja sozusagen auch ein Denkmalschloss. Was die Bedeutung und Geschichte der Familie der Welfen spiegelt. Wir erinnern uns an Ernst August von Hannover, der da sozusagen auch ein Nachfahre ist. Und ja, also wie gesagt, wir waren da spazieren. Ich finde, dass diese
Diese Schlossmauern, also eben dieses Tuch. Ich finde dieses Tuch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und das hat mir viel Freude gemacht und diese Freude wünsche ich euch jetzt auch. Jetzt geht es weiter mit meinem aktuellen Projekt. Ich habe ja letztes Mal schon gezeigt, dass ich... Habe ich das schon gezeigt? Nein, ich habe es nur erzählt. Ich habe das letzte Mal davon gesprochen, dass ich von Jorge Locatelli, Entschuldigung, den Transitions Shawl anschlagen möchte. Das habe ich auch getan. Aber ich bin jetzt noch... Achso, ich bin auch mitten in der Reihe. Das ist fabelhaft. Ich habe es nicht fertig bekommen. Und leider habe ich es auch jetzt auf einer zu kurzen. Auf einer zu kurzen Nadel, sodass ich es gar nicht so richtig zeigen kann. Aber ein bisschen zeigen ist ja besser als gar nicht zeigen. So, also es fängt hier. Ich muss einmal gucken, welche Seite die richtige ist. Ach, es ist auch egal, es ist eh so ein Knödel. Also, es fängt hier oben an. Man hat zwei Zunahmen an den Seiten und zwei Zunahmen hier in der Mitte. Und es entsteht so ein ganz apartes, es ist sogar richtig rum, apartes geometrisches Muster durch diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also, ihr wisst schon, zwei Maschen zusammenstricken und Umschlag und Umschlag und so. Und das finde ich ganz schön. Und da habe ich aus dem letzten Shop-Update, die gibt es, dieses Shop-Update auch noch in kleiner Stückzahl, aus der Farbe, das hier ist die Farbe Zimt und Schokolade. Die ist jetzt auch schon fertig verwendet. Also die ist so weit, so viel ist davon noch übrig. Man braucht für das Tuch drei Stränge. Also das ist Zimt und Schokolade. Und dann fadet man hier. Ich glaube, man sieht es ein bisschen, fadet man dann die zweite Farbe ein. Das ist Spekulatius. Die ist aktuell auch noch in Betrieb. Das ist diese hier. Na, das geht halt immer kraus rechts weiter und alle, weiß ich nicht, 12 Maschen muss man halt diese Umschlag- und Zusammenstrickaktion machen. Und dann fadet man irgendwann und dann beginnt nämlich der untere Lace-Teil, den ich jetzt gerade erst angefangen habe. Das sieht man jetzt hier. Fadet man die dritte Farbe ein, das ist die Wildgans. Und für diesen Lace-Teil habe ich mich entschieden, nochmal eine halbe Nadel größer zu nehmen.
Also, ja. Und ich finde das, ich finde das schön. Könnt ihr jetzt ja, man kann es jetzt nicht so dolle sehen, aber ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen. Und das nächste Mal ist es auch fertig. So, also das ist mein aktuelles Projekt. Und als nächstes Projekt möchte ich ja, da muss ich mich nur noch entscheiden, welche Farben ich nehme. Also wahrscheinlich also auf jeden Fall nehme ich dieses Rosenschloss, weil ich glaube, dass das für dieses Projekt von der Fadenstille, für diese Lichterkette, dass das auf jeden Fall gut ist, wenn das nicht zu, also wenn das nicht zu viel, also wenn das nicht zu viel ist. Also zu viel, ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn das so ein bisschen so ist wie hier. Weil da ist ja auch so ein leichtes Muster drin in dem oberen Teil von dieser Lichterkette. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Ich verlinke es unten nochmal. Ja, also darauf freue ich mich sehr. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Adventskalender. Ich habe ja von Just Spices mit großer Begeisterung diesen Adventskalender geschenkt bekommen. Also Werbung, aber selbst gekauft. Und ich muss nur leider dazu sagen, ich bin ja jetzt kinderlos. Und ich bin auch nicht von Haus aus also ich koche gerne, weil das muss man ja, wenn man Kinder hat, sehr viel machen und man lernt das dann ja irgendwann. Man lernt ja irgendwann alles lieben. Aber kochen und einkaufen und aufräumen und abwaschen und tun und machen, das kostet halt sehr viel Zeit. Und jetzt, wo die Kinder nicht mehr da sind, da nehme ich mir öfter den Luxus heraus und koche nicht. Ich mache mir da manchmal einen Salat oder esse halt ein Brot oder. Und da ich jetzt sehr viel zu tun hatte, habe ich wenig gekocht, deswegen habe ich die Gewürze noch nicht ausprobiert. Aber wir machen jetzt ein neues Türchen auf, und zwar das Türchen Nummer 9. Heute ist nämlich Donnerstag, der 9. Morgen geht das Video online. Also die 9 scheint es nicht zu geben. Aber ich bin halt sehr, sehr begeistert und werde da bald hier ist die 9, ausgiebig Erfahrungen sammeln. Und ich habe auch schon ein, zwei Gewürze sozusagen von Just Spices. Ach, ein Raclette-Gewürz. Guckt euch das an. Das passt ja. Weihnachten, Silvester oder ein ganz normaler Montag im November. Ist das nicht poetisch? Raclette ist immer ein grandioses Käsespektakel, das jeden glücklich macht. Streu den Mix auf deine Käsekreation und ab damit in den Racletteofen. Meersalz. Oh Gott, ich brauche wahrscheinlich bald eine neue Gleitsichtbrille. Meersalz, Zwiebel raspeln, Pfeffer schwarz gemahlen, Knoblauch raspeln, Thymian gerebelt? Heißt das nicht gekerbelt? Thymian. Rote Beeren geschrotet. Rotbeeren geschrotet, Muskatnuss gemahlen, Chili geschrotet. Das heißt, geschrotet heißt wahrscheinlich murmelgroße Stückchen. Nein, ich bin begeistert. Ich werde auch jetzt mal reingucken. Ich liebe ja Gewürze. Das ist ja sozusagen einer meiner Grundpfeiler meiner Kochkunst, ist viel Gewürze zu verwenden. Oh ja, das riecht richtig toll. Das riecht richtig toll. Das riecht so scharf. Und nach Muskatnuss. Oh Gott, es brennt auch ein bisschen in den Augen. Es riecht ganz toll. Ja, also ich bin ein großer Fan von Gewürzen. Damit kann man viel rausreißen. Ich kann euch schon mal gleich sozusagen mein eigentlich. Es ist auch seltsam. Die einfachsten Gerichte sind meine Lieblingsgerichte. Also jetzt nicht wegen des Kochaufwands, sondern wirklich tatsächlich vom Essen her. Zum Beispiel, was ich liebe, da würde ich auch so ein Raclette-Gewürz für nehmen, ist Reis mit Scheiß, heißt das bei uns, weil es so unspektakulär ist. Und zwar einfach Zwiebeln anbraten, Knoblauch anbraten, wenn man das mag. Dann mache ich meistens noch Agavendicksaft über die Zwiebeln, damit das so ein bisschen karamellisiert. Dann alles, was man an Gemüse hat, klein schneiden. Also zum Beispiel. Außer Tomaten. Die mache ich immer erst ganz zum Schluss rein.
Also zum Beispiel Möhrchen klein schneiden, Paprika klein schneiden, Zucchini klein schneiden, meinetwegen noch Aubergine klein schneiden, meinetwegen auch noch einen halben Fenchel klein schneiden und dann alles diese angebratene Zwiebelsache da rein in die Pfanne. Ich habe so eine richtig gute Pfanne. Und dann, das hat mein Kochen auch revolutioniert, der Trick mit dem Deckel. Dann halt richtig viel, also dann mache ich da überall ganz viel Gewürze drüber. Wahrscheinlich ist das falsch, ich weiß es nicht, weil mir hat mal jemand gesagt, wenn es richtig gut in der Küche riecht, dann ist das ganze Aroma in der Luft und nicht im Essen. Ich mache es trotzdem. Dann mein zweites Erfolgsgeheimnis, also für meine Esssachen, ja, den Deckel drauf auf die Pfanne, weil sonst verdampft halt diese ganze Flüssigkeit so schnell und der Deckel, der drauf ist, der macht halt wirklich das Gemüse bissfest. Also ich mag das auch nicht zu weich. Am besten ist so etwas Biss, wenn das Gemüse noch etwas Biss hat. Also ich koche ja eigentlich immer nur vegetarisch. Und dann diesen Deckel da drauf und dann vielleicht nochmal nachwürzen. Ich salze auch relativ viel Pfeffer und nochmal mit irgendeinem Gewürz. Und dann, wenn das komplett fertig ist, wenn das Gemüse die Konsistenz hat, das geht ja auch total schnell mit diesem Deckel drauf, dann habe ich die Tomaten schon klein geschnitten, meistens so diese kleinen Tomaten in so kleine Viertel. Nehme ich den Topf, also die Pfanne vom Herd, und mache dann auch nichts mehr an mit Feuer oder so, also ich habe ein Gasherd, und dann mache ich die Tomaten da rein und mache einfach nochmal 5 Minuten den Deckel drauf. Sodass die Tomaten halt, die sind dann einfach auch warm, aber die sind dann noch so fruchtig und nicht so zerkocht. Und dann gibt es dazu halt Reis, also deswegen Reis mit Scheiß. Und was ich dann liebe, ist dann noch so ein Klacks Creme Fraiche mit auf den Teller. Und das ist eins meiner Lieblingsessen. Und dafür kann man alle Gewürze nehmen. Man hat ja auch einige Gewürze, werden ja sonst nicht alle. Entsteht da Bratkartoffelgewürz, aber ich meine, wie oft macht man bitte im Monat Bratkartoffeln? Ich nehme das dann für alles. Und da habe ich von Just Spices, das heißt glaube ich German Allrounder. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber das mag ich, das nehme ich dann nämlich auch so einen ganzen Teelöffel. Aber was ich jetzt diese Woche schon probiert habe, das ist das Ingwer-Shot-Gewürz. Das war auch in dem Adventskalender drin und ich glaube, die Gewürze gibt es auch alle so zu kaufen. Und zwar ist das Ingwer-Kick-to-go. Einen halben Teelöffel der Mischung in 50 ml Wasser oder Saft geben, kräftig rühren, dann shaken und die Schärfe spüren. Sofort trinken, der Name ist Programm. Shot für die beste Konsistenz reicht für ca. 30 Ingwer-Shots. Und da ist eben drin 66% Ingwer gemahlen, Karottenpulver, weil es hat nämlich eine richtig tolle Farbe. Kurkuma gemahlen, schwarzer Pfeffer gemahlen, Chili-Pulver, Muskatnuss gemahlen, Zimt gemahlen. Das ist fast dasselbe wie in dem anderen Gewürz. Und es riecht himmlisch. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Es hat so eine tolle Farbe. Und ich habe das aber einen halben Teelöffel in einen Yogi-Tee gemacht. Also ich meine, ich habe den Tee ganz normal in einen Teebeutel gemacht und dann habe ich einen halben Teelöffel da reingemacht und zwischendurch nochmal umgerührt. Es ist perfekt. So, Just Spices ist eine tolle Firma mit Zukunft. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe mich jetzt so in Rage geredet, dass ich gar nicht mehr weiß, was jetzt kommt. Ich muss mir das ja vorher so ein bisschen überlegen, damit ich hier nicht so sprachlos sitze. Genau, jetzt kommt der Ausblick. Der Ausblick sieht folgendermaßen aus. Jetzt an diesem Wochenende das Shop-Update. Ganz wichtig muss ich noch dazu sagen, das Shop-Update ist am 10.12. Bis zum 15.12., das ist Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, versende ich alles, was ihr bestellt. Ich schreibe das aber auch nochmal in den Shop rein. Danach kann ich erst wieder nach Weihnachten versenden, also am 27.12., weil ich in den Urlaub fahre. Und zwar fahre ich nach Dänemark in ein Ferienhaus mit Kamin. Ich liebe Kamine. Ich liebe es, Feuer zu machen. Also darauf freue ich mich riesig. So. Und jetzt denkt ihr so, ja gut, und was haben wir davon?
Wir haben uns vorgenommen, ich hoffe, es funktioniert auch alles, ist ja immer so eine Sache, dass ich euch mitnehme auf meine Lieblingsinsel und ihr im nächsten Podcast die Insel bewundern könnt. Also wir möchten, also wir werden diese Insel filmen. Und darauf freue ich mich auch so, weil diese Insel ist eine große Konstante in unserem Familienleben. Alles Mögliche wechselt, aber die Insel bleibt. Also wir sind 2004 das erste Mal, ich habe gleich gesagt, welche Insel, ne? Das erste Mal auf Röme gewesen. Röme ist quasi gegenüber von Sylt an der Nordsee. Ist eigentlich quasi wie Sylt, nur ich finde schöner, weil sehr, sehr viel einsamer. Und 2004 sind wir das erste Mal da gewesen und seitdem fahren wir da 2 bis 3 Mal im Jahr hin. Und das ist inzwischen wirklich wie nach Hause kommen. Es ist wirklich wie nach Hause kommen. Also es ist wirklich wunderbar. So, darauf freue ich mich sehr. Das war die Ankündigung. Das Video wird es dann Anfang Januar geben, weil dann ist ja erstmal Weihnachten. Zwischen Weihnachten und Neujahr muss ich wieder ganz viel arbeiten und schwupps ist das Jahr zu Ende. Das bringt mich jetzt zu meinen guten Wünschen. Ich wünsche euch, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen, ich wünsche euch für das nächste Jahr, dass ihr die Stille und Geduld, die in der Kraft des Winters liegen, dass ihr das verwandeln könnt in was Neues. Und zwar in was Gutes, Wahres und Schönes Neues. Das wünsche ich euch für das nächste Jahr. Und für die jetzige Zeit wünsche ich euch noch eine gemütliche, besinnliche Adventszeit und ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest. Gesegnete Weihnachten und ganz viel Freude aneinander und an euren Familien miteinander. Ja, seid ganz lieb gegrüßt und wir sehen uns im Januar wieder und vielen lieben Dank für alles. Tschüss.